Herr Scherer, leider ausgeschieden heute. Ist die Enttäuschung groß? Ja gut, im ersten Moment ist es schon groß. Aber ja, ich habe es auch nach dem Essinger Spiel im Interview schon gesagt gehabt. Ich glaube, wir haben uns das verdient gehabt. Das war jetzt nochmal eine Zugalle für uns, für den Aufwand, was wir betrieben haben. Und ja, jetzt im Moment ist schon die Enttäuschung da. Aber ja, ich mache meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf. Wir haben alles probiert. Ja, es geht weiter. Nächste Runde werden wir wieder versuchen, wieder anzugreifen. Wird man sehen, was kommt. Sie haben es ja das Spiel in die Verlängerung gebracht mit einem 2:2. Hat vieles heute geklappt, wieso, wie Sie es sich ausgerechnet haben? Ja gut, ich muss grundsätzlich sagen, haben wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir haben das Spiel letztendlich verloren wegen individueller Fehler. Unser Torwart hat nicht seinen besten Tag gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Der aber auch in der Rückrunde jetzt wirklich ein sicherer Rückhalt war. Und ja, ich glaube, wenn du 1-0 hinlegst durch einen Torwartfehler, kommst zurück, 1-1, 2-1, Torwartfehler, machst wieder das 2-2. Ich fand auch, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Speziell zweite Halbzeit haben wir deutlich mehr vom Spiel gehabt. Die eine oder andere Entscheidung, Schiri, kein Elfmeter gebe, klar, Elfmeter war für mich. Ja, so läuft es dann und dann macht man halt leichte Fehler oder individuell halt diese Fehler und die werden halt auch bestraft in so einem Spiel. Und ja, letztendlich müssen wir uns nicht beschweren, dass man dann als Verlierer auf den Platz geht. Der Torwart hat nicht den besten Tag gehabt, haben Sie schon gemeint? Gab es dafür einen bestimmten Grund? Nee, ich kann da jetzt keinen Grund sehen dafür. Ich denke, wenn man einen Fehler macht als Torwart, ja, dann ist es wichtig, dass man den Kopf frei hat wieder. Ich glaube, er hat sich wahnsinnig viel beschäftigt dann in dem Moment, hat es vielleicht nicht aus dem Kopf rausbekommen. Und dann passieren so Fehler, aber das ist Fußball, ja, und für das spielen wir es gern und leben das. Und ja, es ist schade drum, dass er heute speziell in dem Spiel halt nicht seine beste Leistung abrufen hat können. Aber ich möchte es nicht nur an ihm festmachen, beim besten Willen, das wäre auch nicht fair. Ich glaube, man muss heute einfach sagen, ja, die ganze Mannschaft hat alles versucht. Ja, letztendlich, finde ich, hat mit Feuchern die glücklichere Mannschaft gewonnen. Jetzt ist die Saison für Sie vorbei. Wie geht es jetzt weiter? Wie gehen Sie in die Sommerpause? Ja, erstmal muss ich sagen, ich bin jetzt echt auch froh drum und ich glaube die Mannschaft auch. Das war jetzt schon ein Kraftraum, die ganze Rückrunde. Ja, wir haben echt das ganz gut gemacht. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir erstmal unser verdienten Urlaub. Ja, Fußball ist die Pause nicht so groß. Ich glaube Mitte Juli fängt schon wieder die Vorbereitung an auf die neue Saison. Ja, da freuen wir uns dann wieder, wenn wir jetzt die Pause, wenn wir jetzt genießen und dann die Mannschaft bleibt fast zu 100% zusammen. Wir haben schon die ein oder andere Verstärkung. Ich glaube, dass wir eigentlich auch gut gerüstet sind für die kommende Saison. Ich denke, muss wieder unser Ziel sein, oben mitzuspielen und ja, schauen wir, was dabei rumkommt. Aber jetzt freuen wir uns wirklich, dass es hat sich lang gezogen. Jetzt hätte man natürlich die Woche auch noch gern mitgenommen, aber hat nicht sollen sein. Jetzt feiern wir ein bisschen, das haben wir uns trotzdem verdient und wie gesagt, nächstes Jahr geht's weiter. Herr Scherer, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, gerne, danke.